Es ist zwar scheiße, wenn wir das jetzt nochmal laufen müssen, aber andererseits möchte ich bitte die Aushöhlung umkehren. Nicht, dass man davon irgendwas bemerken würde. Und dann will ich dich doch einmal entfachen. Und optimalerweise eigentlich ein zweites Mal. Haben wir denn noch? Ja, Seelen würde ich auch wahnsinnig gerne ablegen. Ja, was soll's. Nehmen wir noch eine Menschlichkeit her. Menschlichkeit. Yay. So, und bevor wir vergessen, wichtig, 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 wichtiger als alles andere, diesen verdammten Ring anlegen und die Rüstung ausziehen. Ansonsten. Oh, ja, wir merken doch was davon. Weil ansonsten. Nun ja. Rüstungsschaden nehmen plus Tod in ungefähr 3 oder 4 Sekunden. Nee, das will ich jetzt lieber sparen. So, hier reparieren wir mal ganz kurz alles. Aufsteigen ist noch weit weg. Verstärken kann ich natürlich auch nichts, weil wie denn auch? Tja, dann das Einzige, was ich mache. Moment. Achso, nee. Das Einzige, was ich machen kann hier noch, dieses komische Rad abzulegen, weil das doch auch ein bisschen Gewicht hat. Und je weniger Gewicht, desto besser natürlich. Hier ist es. So. Dich lege ich auch noch ab. Und dich ebenfalls. So, die Frage ist, wie zum Geier beseitigen wir diesen Gegner? Ja, ich bin leider nach wie vor ahnungslos, wie wir das anstellen, aber sei es drum, wir gehen da einfach mal hin mit 15 Estus-Flakons. Also, ich sage, wenn wir mit 10 davon ankommen, wäre ich schon mal recht zufrieden. Mit optimal reparierter Rüstung, optimal reparierten Waffen. Ein paar Pfeilen zumindest auf Tasche. Und mit unserem Schleichring, damit wir da wieder so souverän durch alle Gegner kommen, ohne Aggro von einem einzigen Vieh zu ziehen. Oh, bitte nicht in die Lava fallen, das wäre schlecht. So, wie bin ich da? Da bin ich. Nee, nicht direkt drüber, da bin ich erstmal so gegangen, ne? Genau. Und hier dann rüber zu der Plattform.
Ja, es ist schon recht. Ist schon recht. Na, komm her. Wo bist du? Da ist er. Der kleine Junge. So. Also, nochmal. Genau, hier ist es. Dieses Ding, da wollen wir hin. Bleibt natürlich nur die Frage, macht es einen Unterschied, ob ich bei einem Boss diesen Drachenschleichring benutze oder nicht? Ich denke nämlich nicht. Denn ein Bosskampf ist ja eine geschlossene Arena. Und von daher würde ich zumindest meinen, dass nun ja, dass der halt so oder so Aggro hat. Ja, das habe ich schon mitbekommen, danke. Und dank dieser Aggro habe ich den jetzt wieder nicht angelegt. So, jetzt aber. Und dank dieser Aggro ist der Ringe quasi komplett umsonst. Was so viel heißt wie, wenn wir ihn nicht brauchen, dann nehme ich doch lieber irgendwas Nützlicheres, was vielleicht tatsächlich einen Bonus für den Kampf bringt. Und ich dachte da, Moment, das sage ich gleich, sobald wir hier zumindest mal die Fläche freigeräumt haben. Hinter uns kann ja nichts mehr kommen. Oh, nope, nope. Scheiße. Scheiße. Okay, also, wenn wir das freigeräumt haben jetzt. Ich habe da mal den Hartstahlring eingepackt. Was so viel heißt, wie wir sollten eigentlich. Da muss ich auch noch irgendwie hinkommen. Wir sollten eigentlich weniger Schaden nehmen, wenn wir. Nun ja, das Vieh angreifen. Das Hauptproblem ist dadurch aber immer noch nicht gelöst, denn wo greifen wir denn überhaupt das Viech an? Das ist es ja. Ich könnte und wahrscheinlich sollte jetzt einfach nachsehen, welche Angriffsstellen dieser Boss hat, aber es ist quasi noch ein Blind Run. Daher möchte ich das auch wirklich nur in absoluten Notfall machen. Du Böse, hör auf. Könnte ich noch mehr Schaden durch Feuer einstecken? Das wäre zumindest nicht klug. So. Hinter uns ist nichts. So. Da oben ist ja auch noch was. Wie kommen wir denn dahin? Ist jetzt nicht so, als will ich unbedingt auf Schatzjagd gehen. Oh, oh. Der ist ja auch noch da. Nope, 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 nope. Ich habe das Gefühl, bergab sind wir irgendwie im Nachteil. Weil der sowieso nach unten angreift. So, jetzt aber. Ja, keine Ahnung, wie kommen wir denn darüber? Hier ist nicht wirklich eine Plattform zum Schleichen da. Oder war ich hier noch nie? Das ist natürlich durchaus möglich. Wo geht's denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, in diesem Bereich, jedes Geräusch wird von irgendeinem Gegner fabriziert. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich will, dass an jeder Ecke irgendein Gegner auf mich lauert.
So, was ist hier? Okay, das wäre schon mal das eine, eine Seele. Ist ja jetzt nicht, also nicht unpraktisch, ein paar Seelen zu haben. Jetzt haben wir allerdings das Problem, wenn ich da runterspringe, müssen wir das nochmal laufen. Andererseits, selbst bekommen, also was soll's. So, das ist hier hoch. Und das war's auch schon wieder. Na gut, philosophieren und so. Bosskampf. Wie können wir den erledigen? Also es ist ein großes Wurzelwesen, welches mit Peitschenangriffen angreift. Und das sollte... Moment, haben wir hier irgendeinen Tipp? Okay. Hi. Danke und auf Wiedersehen. Menschlichkeit, ja, toll und so. Ach toll, ich habe eigentlich ein Schild abgelegt, um Gewicht zu sparen. Jetzt gibt ihr mir wieder so einen Scheiß. So, also ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass dieses Vieh mit... Versuch's mit Geist der Finsternis. Ja, okay. Ja, dass dieses Vieh 100%ig mit physischen Angriffen sich wehrt. Die Frage ist jetzt nur... Ja, das habe ich schon mitbekommen. Danke sehr. Das Interessante wäre eigentlich eher, wie wir das Vieh verwunden können. Also wenn ich da irgendeinen Tipp bekommen könnte, das wäre ja schon... Toll. Ich meine, meine Vernunft würde mir sagen, ja, schlag doch auf diese leuchtenden Dinge ein. Nur... Das hat nicht so geklappt. Der nächste Punkt wäre natürlich, ihr Schlag auf seine... Nope. Ihr Schlag auf seine Arme, aber... Das mit den Armen, das ist auch so eine Sache. So. Schon schleichen. Dann nebenbei, weil ich schon gesagt habe. Wechseln wir den Ring. Aha. Die Vernunft hat also doch gesiegt. Fuck. Ich wage mal zu behaupten, das hat es nicht gerade leichter gemacht. Und das... Willst du mich jetzt wirklich verarschen? Willst du mich verarschen? Der will mir da jetzt ernsthaft erzählen, dass bei dem Bosskampf der Boden einbricht. Ich werd nicht mehr, ey.